Servus Leute, ich habe heute richtig gute Laune. Warum? Wir fliegen heute nach Los Angeles zum nächsten Formel-E-Rennen in Long Beach. Das ist ja gleich unterhalb von Los Angeles und wir haben natürlich auch immer ein bisschen Zeit noch am Mittwoch und Donnerstag. Gerade jetzt in L.A. muss man ein bisschen früher anreisen wegen dem Jetlag. Und von dem her, natürlich habe ich wieder die Kamera eingepackt. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit hinter die Kulisse. Was geht so ab bei der Formel E an einem Mittwoch? Was macht man da so? Also kommt mit, gehen wir auf die Reise. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Let's go. Jetzt bin ich endlich in L.A. angekommen. Lange Reise, bin über London geflogen, natürlich noch ein bisschen Jetlag, ein bisschen kaputt, aber hier hat man einfach automatisch gute Laune, weil wenn man früh aufsteht, ist das Wetter einfach nur geil. Bin jetzt gerade in meinem Hotelzimmer, schöner Ausblick hier. Das hier haben wir natürlich auch mal zeigen. Schön einmal über LA gucken. Ja, und um jetzt einfach mal sich ein bisschen zu akklimatisieren, wie ihr seht, hier ganz brav in Sportklamotten. Jetzt gehe ich mit meinem Teamkollegen Lukas, der ist ja auch hier im Hotel, gehen wir jetzt mal an die Hollywood Hills, ein bisschen joggen, ein bisschen fleißig sein, ein bisschen den Stahlkörper weiter formen. Ansonsten steht heute noch einiges auf dem Programm. Wir gehen heute noch Wale angucken. Keine Ahnung wie oder was oder wo. Das ist ein Event von der Formel E. Die machen ja immer so am Mittwoch so pressemäßig was. Und da haben sie sich ausgedacht, schauen wir doch mal ein paar Wale an. Und nehmen den Daniel mit. Von dem her gehe ich da mit und nehme euch natürlich auch mit. Bis später. So, wir sind jetzt fleißig am Sunset Boulevard. mein äußerst freundlicher Teamkollege Lukas. Ich möchte euch auch mal begrüßen. Auf jeden Fall geil hier. Jetzt schauen wir mal, was man. Wie geht's? Wie geht's euch? Genau. Lukas hat in 5 Jahren hat er geschafft, 2 Wörter Deutsch zu lernen. Wie geht's und what else you know? Genau. Genau. And Weißbier. Und Fleischmeister. Fleischmeister. Ja, so. Lukas die Maschine und ich, wir laufen jetzt zum Hollywood Sign. So, hier hinter mir, irgendwo da. Ich sehe es jetzt nicht, weil die Sonne blendet. Das ist die Location für die Afterparty. Chateau Marmont heißt das. Waren wir letztes Jahr auch schon, war Leonardo DiCaprio da. Ja, auf jeden Fall ein paar Schauspieler. Die Formel-E-Jungs, die kennen sich da auf jeden Fall aus. Machen das ziemlich gut. So, wir wollten euch jetzt eigentlich die Hollywood Signs zeigen. An einem coolen Aussichtspunkt, aber leider haben wir das hier nicht so im Griff mit dem Weg. Wir sind hier mitten in der Pampa. Einfach nirgendwo. Und mein Guide. Speak if you go up here, maybe or somewhere? Maybe we have to call a helicopter. Okay, let's keep going. Fuck. So, also mit dem Hollywood Sign ist schon mal nichts geworden. Haben wir schon mal schön verkackt hier. Das sieht man schon hier. Die Brasilianer und die Deutschen, die kennen sich richtig gut aus in L.A. Aber trotzdem, schaut euch die Aussicht an. Ist einfach geil hier. Hat sich trotzdem gelohnt. Ein bisschen geschwitzt. Und jetzt gehen wir Wale anschauen. Hey guys, is it playing or not? Yeah, now it's not. Now it's playing. Hi guys, so we're about to go whale watching with this guy. But you have to hold it. You have to hold it a bit up. Like that. So Leute, wir sind jetzt hier am Redondo Beach und gehen mit, jetzt mit Jerome D'Ambrosio, dem alten Stricher. He is okay, what I'm saying. Und jetzt gehen wir hier mal schön gucken, ob wir ein paar Wale fangen oder finden oder essen. Keine Ahnung, wir haben jetzt hier ein schönes Boot. Laufen wir jetzt mal weiter hier. So. Hightech vom allerfeinsten, Hightech-Boot. Und machen wir mal eine schöne Spritztour hier. Hello. So you want to say hello to all the fans? All your fans. Is this live streaming? Yeah, this live streaming, live on Fox Sports. Das ist Kelly Piquet, die Schwester von Nelson. Die ist heute mit dabei, die macht auch ein bisschen PR-Zeug für die Formel E. Die möchte ich natürlich auch grüßen. Say hello. Hello. Freut sich wie die Sau, richtig aufgeregt. Hat auch richtig Spaß hier, dass ich sie filme. Are you telling them that I'm German, but I can't speak German? I said that you are gonna swim later with the whales and something like this. Einen müssen wir euch auch noch zeigen. Wer ist wieder dabei? Der Marc, den kennt ihr ja schon. Der ist ja schon bekannt hier. Ja. Der ist ja schon berühmt. Hauptnebenrolle. Hauptnebenrolle hier im Vlog. Alle am Start. Hier. Hallo. Ja, und jetzt machen wir eine schöne Reise. Jetzt fahren wir mit dem Boot raus. Mal hoffentlich, dass wir mal, oder hoffen wir, dass wir mal ein paar Wale sehen. Da hinten am Strand
sind gerade zwei kleine, deswegen ist das so eine kleine Menschenansammlung. Ist klar, wir fahren mit dem Boot raus und dann gehen die Wale an den Strand. Super gemacht, aber man kann sich immer noch hier schön hinhocken. Ah, bisschen die Sonne genießen. Wenn ihr noch nie in Kalifornien wart, ihr müsst dahin, Leute. Das ist einfach, da kommt Freude auf. Da kommt Freude auf, sag ich nur. Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich beim Twitter geschrieben, dass wenn ich den Fanbus bekomme, dass ich nackig auf den Grid gehe und dann Taylor Swift Songs singe. Und jetzt schlägt das hier Wellen. Jetzt geben die mir schon ein Mikrofon hier in meinem Boot. Jetzt soll ich schon mal singen hier. Ja. Ja, wir haben einfach ein bisschen Spaß mit uns selber hier. Boot gar nicht, der Fanboost. Das muss ich mir nur ausziehen hier. Das wäre ja noch was hier. Ah, ja, ohne Brille, Mann. Now watch me whip. Watch me ding ding. Yes! That's the man. He knows the fucking song. Another song. My son sings that song. He's only six. What song? Yeah. Well, what song? Now watch me whip. Watch you. Now watch me nay nay. Nay nay. What was nay nay? Yeah, that doesn't matter what it is. Just say another it. Another dance. Two different dances. Now watch me whip. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Wieder zurück im Hafen. Wir haben leider keine Wale gesehen. Die einzigen Wale waren vorne am Strand. Also hat sich richtig gelohnt, ein Boot rauszufahren. Aber haben noch ein bisschen hier gefilmt, ein bisschen Spaß gehabt da oben mit dem Mikrofon und so weiter. Also war ein ganz netter Ausflug. Ein bisschen Goldbräune. Jetzt fahren wir nochmal zur Strecke und ein bisschen weiter und schauen mal, was so abgeht heute. Tag 1 hier in Long Beach bzw. LA ist vorbei. Ja, was wollt ihr euch zeigen? Ihr wollt euch das Hollywood-Sign zeigen, hat nicht geklappt, haben wir uns verlaufen. Ihr wollt euch ein paar Wale zeigen, hat auch nicht funktioniert, weil wir keine gesehen haben, beziehungsweise die nur am Strand waren. Also, ja, war trotzdem ganz unterhaltsam, ganz netter Tag. Marc, wie immer am Start. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Marc hatte Spaß, das ist die Hauptsache, Leute. Wenn Marc Spaß hat, dann haben wir doch alle Spaß. Und jetzt heute Abend sind wir noch kurz an der Rennstrecke. Ich weiß nicht, ob ich da noch zum Filmen komme. Und ansonsten natürlich Tag 2. Da ist dann mal ein bisschen hier mit Rennstrecke, mit Auto und so weiter. Also werde ich auf jeden Fall wieder filmen. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Das ist nur der erste Teil. Es erwartet euch noch vieles Spannendes. Falls ihr noch nicht getan habt, Kanal abonnieren. Falls euch das Video gefällt, immer schön Daumen geben. Und bis morgen. Peace. Ja, jetzt sind wir hier in Berlin. Hinter mir seht ihr das Rote Rathaus. Dort sind wir nachher. Und was man auch sehen kann hier, den weltbekannten Fernsehturm hier, also direkt am Alex.